Ja, klar. Ja, natürlich. Logo. Nein! Fuck! Nix da. Sorry, aber... Nee! Ja, klar. Ich renne da bestimmt noch nicht am MG vorbei. Ich bin noch nicht völlig Banane in der Rübe. Zumindest momentan nicht. So. Oh. Ist ja gar kein MG. Ist ein Art-Dings. Cool. Nicht cool. Ja, ich geb's zu, das hat mich überrascht, dass ich mich da an den Granatwerfer stellen darf. Und das Video auch mal hinter mir auftaucht. Ich meine, der Granatwerfer wird ja nicht dafür da sein, dass ich... Der wird doch wohl irgendeinen Grund haben. Ich höre ja auch schon wieder einen Helikopter, so ist ja nicht, aber... Nehmen wir erstmal hier rein. Nehmen wir erstmal Zeug und machen erstmal was auch immer auf. Hier darf ich natürlich nicht durch, nein. War klar. Nein. Wurm! Da. Vor allem schießt es auf mich oder schießt es auf den Wurm? Na, Knaller, der schießt wahrscheinlich am ehesten noch auf mich. Oh, falsche Waffe. Ey, halt, Sekunde, ich wollte mich umgucken, ob hier noch was ist, dann halt. Schieße ich halt auf dich und... Super. Also mit aus dem Weg gehen ist da nicht wirklich viel. Okay, das gefällt dem auch nicht so wirklich. Wenn das jetzt irgendwie wirklich Schaden macht, ist allerdings noch eine andere Frage. Aber ich glaube, das tut dem nicht wirklich weh. Nö, scheint nur zu kitzeln. Also sobald ich da hingehe, will der mich Matsch machen. Aua. Sobald ich hier hingehe, macht der Matsch aus mir. Da hole ich mir noch ein bisschen Eis rein. Oh, hier ist permanentes Heilzeug. Das ist cool, das ist gut zu wissen. Oder wie jetzt? Tatsache. Ich will noch eine. Ich nehme mir dann noch eine. Okay, da ist nichts mehr drin. Hey. Mhm. Ja, hau mich ruhig um. Habe ich dich nicht gerade abgeknallt? War mir nicht so, als wenn ich... Also irgendwie... So wirklich checken tue ich das jetzt gerade nicht. Das Ganze macht irgendwie jetzt wenig Sinn für mich, ruhig zu gehen. Okay, da wäre noch ein bisschen Heilzeug. Sollte ich mal nachschauen, wie man den üblicherweise macht. Hi! Ich habe auf dich gewartet! Das war's? Ernsthaft?
Okay, jetzt funktioniert das Ding so, wie es eigentlich sollte. Auch schön. Hey, hier steht ja relativ sicher, das ist cool. Das mit der Abknaller da allerdings permanent durch die Nerven geht, ist jetzt weniger. Wenn ich wüsste, wo der ist, könnte ich den natürlich. Ach, da ist er. Falsche Waffe. Obwohl. Ach, fuck. Wow. Das ist irgendwie ein bisschen ätzend. Also so wirklich raus habe ich den Upsi noch nicht. Ja, danke. Okay, also entweder ich muss den... Meine Fresse. Ja, komm, versuch mich anzugreifen. So. Aha. Okay, in der Schleife kann ich den also nicht fangen. Okay. Das ist, wenn man weiß, wie, dann doch irgendwie einfacher. Hallo? Achso, du bist so einer. Verstehe. Ich komme. Hm? Schon klar. Ja, ich habe ja begriffen. Och nö. Habe ich mich doch glatt in der Wand festgehalten. Ist ja doof. Also du bist dann schon derjenige, welcher rein. Ja doch, der ist es, Tatsache. Okay, gehen wir einen Schritt weiter nach vorne auf dem Aufzug. Vielleicht hilft das ja. Und einen Schritt vorher runter. Wandeln uns und hauen den Typ um. Verdammt, mein Leben ist sowieso fast voll. Es lohnt sich jetzt nicht hochzugehen und Leben aufzusammeln. Vor allem nicht, wenn hier was liegt. Ja, nehmen wir die Schrotflinte. Und machen sich jetzt aber nochmal einen echten Save. Lieber Faye!
Ich hätte jetzt gedacht, ich falle in ein bodenloses Loch in die Hölle, aber nicht auch in so eine Brandzeug. Nur die Größten halten den scharfen Worten der Kritiker stand. Es ist an der Zeit, sich deine Bewertungen anzusehen, Thor. Dein Jagdinstinkt ist bewundernswert, aber du könntest ihn noch verfeinern. Das muss man dir lassen. Du weißt, wie man diesen Huren eine ordentliche Trachtprügel erteilt. Aber an mich kommst du nicht ganz heran. Und dabei bist du schon seit langer Zeit bei mir in Behandlung, relativ gesprochen. Beginnen wir mit dem feinen Kerl Hejira. Du erinnerst dich doch an ihn, nicht wahr? Danke, dass du mich so weit gebracht hast. Ausgezeichnete Arbeit, Torg. Doch das war einfach, würdest du das nicht auch sagen? Wahrlich ein Mann der Wa... War jetzt so nicht geplant. Ich wollte eigentlich die hier nehmen. Das war's? Ich hätte jetzt gedacht, da kommt noch... Okay. So eine übel muss mich in Monster verwandeln. Spielen Dingsbums-Version von. Aber gut. Ja, ich weiß, Badewanne und so. So ein Ersäuft, hm? Schon klar. Wir alle haben unser Kreuz zu tragen. Erinnerst du dich an den armen Karl? Ich brauche meine Dosis. Ja, der ist gestorben. Ich hab's versucht, aber... Wahrlich eine Anleitung zur Selbsthilfe. Dadurch, dass du Kyle die Hilfe verweigert hast, mag der Arme sein Laster losgeworden sein. Viel wahrscheinlicher ist jedoch, dass etwas... Ich hab's ihm nicht verweigert, er ist einfach nur dummerweise gestorben, weil er einfach so mitten in die Monster reinrennen musste. Was hätte ich denn da noch so groß tun sollen, Leute? Nee. Ach, nerv mich nicht, Vieh. Noch ein Nista? Da ist man. Und weiter geht's. Mal sehen, ob du hilfreicher warst, wenn das Objekt ein bisschen schöner anzusehen war. Nicht wirklich, die ist auch abgekratzt. Nein, die nicht. Aber die nächste. Die mit dem Baby. Wie rührend. Offenbar gibt es immer noch Kavaliere, wenn auch Verdorbene. Naja. Auch schon wieder die Viecher. Nö, ganz ehrlich, nö. Aber doch, für die Crawler-Viecher da schon. Doch, dann bleiben wir dabei. Ich hasse euch. Ich hasse euch so abgrundtief. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ach, nerv mich nicht. Du Klingendrecksling, du. So, Sache erledigt. Ja, ist ja gut. Ich hab euch auch lieb, hm? Ah, schade. Nun, erinnerst du dich an einen Optimisten mit dem würdevollen Beinamen Junior? Ich frage mich, ob Aufseher Elroy der Zweite von deinen früheren Verbrechen wusste. Ich glaube nicht. Ich schulde dir was, Talk. Sehr viel. Du bist ein so guter Kerl. Ich hätte ihn von oben bis unten aufgeschlitzt, nur um zu sehen, ob es ihm gefällt. Er scheint mir der Typ dafür zu sein. Ja, komm raus und wir unterhalten uns von Mann zu Mann.